Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Quest-Folge. Und dieses Mal sind wir wieder bei Loretta, aber mit dem lieben Mustang. Und ich bin mir immer noch unsicher, ob es weiblich oder männlich ist, weil ich will mir auf jeden Fall noch einen zweiten Mustang. Es wird der braune sein. Und einer von beiden wird männlich. Und auch schon mit jemand im Bild. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Sieht ja auch gut aus. Und dann müssen wir bei Loretta aber auf jeden Fall weiter questen. Ja, beste Deko ever. Jetzt, wo die Einladungen verteilt sind, müssen wir hier noch alles für die Party vorbereiten. Du wirst es nie erraten, aber ich habe die beste Deko aller Zeiten. Ich meine, was ist eine Party ohne Deko? Vor allem, weil wir Tarn doch erschrecken wollen. Die Deko liegt in den Kisten, die ich schon mitgenommen habe. Es wäre super, wenn du mir helfen kannst, alles zu dekorieren. Danke. Aber sei vorsichtig, ich habe richtig gruselige Deko gefunden. Nicht, dass du nicht zu Tode erschreckst. Ja, nur noch hier. Gruseliges Licht. Hast du gesehen, was für eine tolle Kerze ich gefunden habe? Kannst du sie aufstellen? Danke. Also mit den diesen Kerzen werden wir eine richtig gruselige Stimmung haben. Du musst sagen, wenn du dich zu fürchten anfängst. Okay. Also erstmal öffnen. Oh. Ah, wie süß das gemacht ist. Beste Deko, ne? Was man hier jetzt mache? Diese Dinger. Ah, okay, gut. Okay, dafür müssen wir anhalten. Sieht doch eher süß aus. Ah, da ist auch noch eine Kiste, okay. Ich finde das nicht gruselig. Ja, so ernst ist dann gruselig. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Gut zu wissen. Ich gucke gerade nur manchmal auf die Uhr ein bisschen. Die Stimmung wird gruseliger. Viel gruseliger. Was kommt dieses Mal? Oh, das sieht ja mal richtig klasse. Kann das nicht da irgendwie anfangen zu brennen? So Holz dieses Haus. Können wir jetzt wegen beidem zurück? Weil ich sehe jetzt hier keinen Punkt mehr. Sieht ja alles voll süß aus. Du Retter. Du bist ja eigentlich ganz okay. Beste Deko ever. Danke. Na, was denkst du? Das ist die beste Deko ever, oder? Danke. Super lieb von dir, dass du mir damit geholfen hast. Das ist fast eine Einladung zur Party wert. Oh, ehrlich, Anna. Das hier ist die totale Katastrophe. Also, was soll ich nun machen? Ich sage nur ein Wort. Panik. Ich habe Tans Geschenk unten beim Stall vergessen. Sie kann jeden Moment hier auftauchen. Also schaffe ich es nicht mehr nach unten zu reiten und es zu holen. Wie kann ich nur das Geschenk vergessen? Also ich bin echt keine gute Freundin. Du sagst, du holst es echt. Also echt super lieb von dir. Also wenn du das machst, dann kannst du gerne zur Party kommen. Aber komm nur rechtzeitig mit dem Geschenk zurück. Komm nur rechtzeitig mit dem Geschenk zurück. Sprung, 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 bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Als ob. Die Zeit läuft schon ein bisschen schnell. Ich darf nicht hängen bleiben. Ja, okay, das packe ich locker. Aber es backt hier in Molan immer noch so hart. Wenn jetzt ein Problem auftritt, das wäre der reinste Horror. Ja, hopp, schnell.
Ganz schnell. Ich bleibe hier noch hängen. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 wir bleiben hängen. Nein, wir bleiben hängen. Nein, 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 nein. Okay, wir packen's. Wir packen's. Ja, wir packen es zusammen. Okay. Sprung. Mann. Ja, okay, gut. Wir packen es bestimmt locker. Oh, gepackt. Ja, und jetzt müssen wir Lugatti noch abgeben. Ich überlege gerade, weil wir angefangen haben um 11 oder um 12 nach. Du bist echt die Beste. Also, Dankeschön. Dankeschön. Darfst du auf der Party bleiben? Als Dankeschön darfst du auf der Party bleiben. Okay, gut. Okay, absteigen. Absteigen. Warum? Wenn ich zum. Ich laufe hier gerade voll unlogisch, ne? Oh, mein Ding backt hier gerade. alles gut getan. Feierst du mit uns, Anna? Na klar, bleibst du? Das wird die beste Party aller Zeiten. Okay. Wie geil. Alle Bobsteds tanzen und wir auch. War bestimmt eine coole Party. Die beste Party aller Zeiten. Du musst zugeben, dass die Party echt cool war. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, Tan zu erschrecken, aber vielleicht ein bisschen. Sie sah jedenfalls super happy aus. Danke für deine Hilfe, Anna. Das Beste kommt wie immer zum Schluss, oder auch nicht. Wir müssen hier alles aufräumen. Ach, kannst du mir helfen? Super, wenn du die Deko und die Kerzen aufsammelst, dann kümmere ich mich um den Rest. Okay. Ja, ich habe doch ja gesagt. Es backt hier aber auch wirklich so hart. Säubern. Oh mein Gott, das hat bei mir so gebackt. Ich mache jetzt auf dem Pferd weiter. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller. Okay, jetzt noch zurück. Danke für deine Hilfe, Anna. Ohne dich hätte ich das echt nicht geschafft. Als Danke für deine Hilfe habe ich was für dich. Eigentlich hätte die Einladung zur Party ja gereicht, aber ich habe hier einen Reithelm, den ich sowieso nicht haben will. Ich habe ihn bekommen, als ich ein neues Paar Schuhe bestellt habe, aber ich habe schon fast den gleichen zu Hause, also kannst du ihn haben. Ich habe ihn unten beim Stall, reite dorthin, dann treffen wir uns dort. Ich gebe dir den Helm. Okay, gut. Ja. Oh, Loredana, die Ziege. Loredana, die Ziege. Es war irgendwie voll geil, als wir da runtergesprungen sind. Oh, das war ja mal geil. Habt ihr es gesehen? Und wir sind tot. Habt ihr es gesehen, wie wir über den Stein geglitscht sind? Aber hier ist so das Backgebiet. Aber mal richtiges hier im Backgebiet. Wenn du die Schatten anhast oder so. Und wenn du dann auch noch auf, also wenn du nur Schatten hast, ist hier kein Backgebiet. Aber wenn du noch aufnimmst, ist hier so das Backgebiet. Für mich jetzt, weiß nicht, ob es im Video auch so backt. Bitte schön, danke für deine Hilfe. Ich hoffe, die Party hat dir gefallen. Und wenn du genauso hübsch sein willst wie ich, dann schau doch mal in unseren Bobcat Shop hier neben
nebenan vorbei. Ach ja, bevor ich es vergesse, sprich mit den anderen Mädels von den Bobcats. Sie brauchen sicher deine Hilfe. Okay, so erstmal gucken, wie der Helm aussieht. Den machen wir mal hier runter. Okay, wir gucken jetzt mal in den Bobcats Shop. Ja, ich weiß, dass wir uns da nichts holen können. Mit den anderen Bobcats, mit wem denn? Hier sind welche. Ah, der Punkt ist da hinten. Oh, ist das das Rennen? Wenn es das Rennen ist, wäre ich so happy. Ich mache jetzt ein bisschen langsamer, weil es uns wieder so buggt. Sophia. Hallo, wir haben uns auf Tanzparty gesehen. Ich heiße Sophia und du bist Anna. Ich habe mit Loretta und Tan gesprochen und beide waren sich einig, dass du unsere Geländestrecke ausprobieren kannst. Als Dank für deine Hilfe. Also, wenn man daran denkt, dass du auf der Party warst und ein Reithemd geschenkt bekommen hast, dann musst du dich echt geehrt fühlen. Ja, wir fühlen uns geehrt. Und jetzt auch noch um 18:21 Uhr, wo sehr viele Onnen sind. Um 18 sind immer viele Onnen. Ich überlege gerade, wo man hier lang reitet. Ich habe die Strecke mal mit Layla als Gruppenrennen gemacht, ja. Aber das ist schon seit ich Star Stable habe und Layla kenne, haben wir die fast am Anfang gemacht, seit sie die Strecke hat. Oh. Schon so lange her. Ich springe hier immer über das hier. Also bei Gruppenrennen. Und ich sehe nichts. 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 Hopp. Also beim Surfer-Turnier müssen wir wahrscheinlich diese Strecke hier machen. Denke ich mo, weil halt die schwerste ist. Und das ist auch eine, wo es bei mir richtig buggt. Deswegen mag ich nicht dieses Rennen hier bekommen. Ah, da kann man nicht rüber springen. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, probieren nicht über die Dinger rüber zu springen. Ein Tipp an euch. Außer vielleicht kann man ja im rechtzeitigen, wenn man im rechtzeitigen Moment abspringt, vielleicht kann man dann rüber springen. Könnte möglich sein. Ah, okay, ich freue mich über ein neues Rennen. Das kann ich ja mal. Ne, Love Child. Ich glaube, sie wird weiblich. Also es wird eine sie, aber ich bin mir noch unsicher. Wow, du bist echt gut. Nicht so gut wie ich, klar. Aber schon ganz gut. Sag Bescheid, wenn du es wieder versuchen willst. Die Bahn ist perfekt für Geländetraining. Ja, und dann haben wir hier noch eine Freundschaftsanfrage, die ich jetzt annehmen kann. Ja, aber meine Freundin, das ist schon brotzvoll eigentlich. Ich denke mal so, immer mehr, ja, kommt. So gut, wenn mehr reinkommen. Ja. Und ich glaube, hier an dieser... Wo haben wir noch eine Quest? Zum Ernst, mag ich nur mal wissen, wo wir noch eine Quest haben bei Tarn. Oh, und bei Loretta. Oh. Ja, wir haben uns nicht zu beschweren. Wir haben sehr viele Quests, wollte ich gerade eben sagen. Und dann beende ich auch hier an dieser Stelle den Part und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.